Moin moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man eine Affenschaukel baut. Sprich, ihr habt in diesem Fall, wie ihr seht, hier ist die Küche, da ist der Esstisch, das heißt, da drüber soll diese Lampe, die Lampe soll da drüber. Und ja, da ist kein Strom, aber in dieser Mitte ist Strom, das heißt, wir werden jetzt dort eine Dose setzen, das Kabel rüberleiten zu unserer Lampe und diese dann als Affenschaukel deklarieren. Die Affenschaukel selber wird gebaut aus, wir brauchen 1, 2, 3 Vago-Klemmen, und zwar diese dicken hier, schaut euch die Dinger an, nicht die kleinen zum Reinschnippeln. Dann benötigen wir natürlich etwas Kabel, hier ist das Kabel, ne? Dreiadrig, wir brauchen Braun für Phase, Blau für Rückleitung und Gelb-Grün für Erde. Dann brauchen wir noch ein Dos, das hier ist eine Dose, die überirdisch angebracht werden kann, diese ist dann von außen nur noch als Dose in Schwarz zu erkennen. Es gibt auch noch andere Farben. Und da drinnen bauen wir nämlich dann hier unsere Vagos ein. So, hier sind die Vagos drin. Und von der Seite kommt dann unser Kabel, welches wir weiterleiten. Wenn die Strecke zu weit ist, hat man noch eine kleine Mini-Dose. Das ist so eine Durchreichdose. Und dort kann man dann die besagte Affenschaukel halbieren zum Beispiel. Und dort kann dann auch eine kleine Klemme rein. Ich weiß gar nicht, ob die Vagos da reinpassen. Natürlich passen die nicht da rein. Da würde eine kleine Kabelfreundin auch ausreichen. Also die Sachen braucht ihr, um so ein Projekt anzufangen oder anfangen zu können. Das Erste, was wir jetzt machen, ist natürlich Strom aus. Oder können wir hier hingehen, pass auf, ich zeige es euch, da ist das Licht an. Das ist nämlich in Reihe geschaltet. Wir schauen uns kurz an, ob Saft drauf ist auf der Leitung. Jo, seht ihr, Saft ist drauf, das heißt nicht anfassen, böse, böse, sonst kriegen wir einen gewischt. Was wir jetzt machen ist, wir gehen zum Lichtschalter, aus. Jetzt sagen wir jedem natürlich, lass die Finger davon, keiner geht an den Lichtschalter. Prüfen, alles klar, kein Saft mehr drauf. Das heißt, wir können jetzt loslegen und hier die Dose installieren. Was wir jetzt noch machen, wenn es noch nicht die Dose selber unterstützt, mit einem 7er Bohrer, Metallbohrer, bohren wir an einer Seite ein, damit wir dort das Kabel rausführen können. Viele dieser Freundinnen hat aber auch schon vorgefertigte Ausgänge, wie ihr hier seht, die man dann benutzen kann. So, also ein Loch brauchen wir, um es dann umzuleiten in unserem neuen Platz, wo die Lampe hin soll. Jetzt können wir die Dose nehmen. Dann durch, guck mal, das ist ein Gesicht, so ein schreiendes Gesicht. Dann können wir das hier durchführen. Zack, zack, zack. Und haben jetzt die einzelnen Adern schon mal darunter. Jetzt gucken wir noch, wie wir die ausrichten. Ne, so, so oder so. Ich mache mal so, weil dann, wir müssen die nämlich jetzt festschrauben in die Wand. Dann machen wir hier zwei Schrauben dran. Dann haben wir nämlich unsere Dose schon mal in Richtung, mit dem Loch in Richtung Platz, wo es später hingehen soll, montiert. Auf zum Schrauben. So, hier, zack und zack. Dose ist jetzt fest und die Kabel sind jetzt bereit, umgesteckt zu werden. Oh yeah. Bevor wir jetzt natürlich weitermachen, heißt es nochmal prüfen, ob wirklich kein Saft drauf ist. Im Zweifelsfall immer den FI-Schalter rausmachen oder die Hauptsicherung oder die Sicherung dieses Kreislaufes, damit wir dort jetzt uns keinen einfangen. Alle einzelnen Leitungen solltet ihr prüfen, damit es dort zu keiner Verwechslung kommt und auch keinem Stromschlag. So, jetzt holen wir die Vagos auf zu den Vago-Freunden. Die Vago-Freunde haben zwei Löchlis, da kommen unsere abisolierten, in dem Fall Phase rein, zu und nochmal ranziehen. Dann haben wir hier Erde, gelb-grün, auch hier offen, also auf eine Seite rein, dranziehen. Jetzt bloß nicht Phase mit Nullleiter zum Beispiel klemmen oder so. Wir wollen dadurch nämlich eine Überleitung schaffen. So, jetzt die Vago, wie funktioniert sie? Einfach aufklappen bis über den Widerstand drüber. Dann sind die entlocked. Und das gleiche machen wir jetzt auch noch hier beim Rückleiter. Zack, so, dann haben wir die schon mal vorbereitet. Die können sich jetzt hier nach links bewegen. Dann von rechts kommen wir jetzt mit dem Kabel. Ich komme da, hier, seht ihr, ich habe auch ein bisschen abisoliert. Jetzt kommen wir da durch das Loch, durch. Und ziehen das da rein, ein Stückchen mit rein und sind jetzt da drin. So, jetzt haben wir hier auch die Gegenstücke, sprich braun für Phase, blau für Rückleiter und Erde, gelb, grün. Jetzt verzwirbeln wir die ein bisschen und stecken die gleich da rein. So, und jetzt passt bloß auf, dass ihr die richtigen Kabel bei den richtigen Vagos reinschiebt.
richtig bis Anschlag rein und zack, runter damit. Ne? Hier braun zu braun, beziehungsweise Phase zur Phase, Erde zu Erde. Boah. Na komm, noch ein Stückchen Kabel geben und dann rein damit. Zack und einschließen. Da kommt die wieder raus. Was soll das denn? So, jetzt ist er. Jetzt, der müssen wir noch mal später nachschieben. So, immer schön zwirbeln. In der Zwirbelblüse. Schön tief reinschieben, einschloppeln, fertig. So, das war's. Jetzt kommt der letzte. Das ist jetzt der Rückleiter. Auch tief rein in die Vago und zack. Geeignet sind hier nicht die zum Reinklipsen. Die sind nicht so geeignet für dieses Unterfangen, sondern nur die dicken Fetten. Jetzt machen wir hier zu und damit ist unsere Dose gesetzt. Und wenn das noch aufgefüllt wird und blau überpinselt wird, sieht das richtig gut aus. Und jetzt haben wir hier ein Kabel, womit wir in die Richtung unserer Lampe uns bewegen können. Auf zur Lampenmontage, die wir jetzt natürlich dort drüben durchführen. Und die schließen wir gleich ganz normal mit dem Kabel an. Das heißt, wir nehmen gleich das Kabel, führen es rüber und schnipseln es dort ab. Aber erstmal müssen wir jetzt die Lampe installieren und können dann das Kabel zurechtschneiden. Und dann heißt es halt Affenschaukel, weil es so ein bisschen durchhängt. Das sieht optisch besser aus. Ihr könnt es aber auch stramm ziehen und dann mit Krampen oder so hier oben befestigen. Das ist Geschmackssache. So, provisorisch habe ich jetzt mal die Lampe hier hingehangen. Da drin ist natürlich noch von hier bis dort und beziehungsweise bis dort eine Verkabelungsorgie zu machen. Das heißt, wir halten es jetzt erstmal dran für die Strecke. Man kann jetzt hingehen und macht mehr, man kann weniger machen, wie man möchte. Ihr solltet aber nicht vergessen, nicht hier abschneiden, weil dann haben wir zu wenig. Dann wird es nämlich so super stramm oder gar nicht funktionieren. Das heißt, wir machen ein bisschen affenschaukelmäßig nach unten und schnibbeln es dann ab. Warum? Weil wir ja an den Seiten noch reingehen müssen, um es dann anzubringen. Jetzt gehen wir hin, Seitenschneider, abschnibbeln und haben unser Stück jetzt hier, was affenschaukelig so vorbei schaukeln kann. Was wir jetzt machen müssen, ist natürlich, wir müssen das komplette Ding abisolieren. Das heißt also entweder Abisoliermesser benutzen oder was ihr halt so zum Abisolieren da habt. Ich habe jetzt nichts mehr da, die Flut hat mir leider alles genommen. Das heißt, ich muss das jetzt wieder oldschool machen mit einem Messer. Und das ist immer gefährlich, weil ihr dann die einzelnen Adern verletzen könnt. Und das möchte ja keiner. Also schön vorsichtig und jetzt abisolieren. Mit einer Abisolierzange ist das viel, viel einfacher. Da gibt es ja verschiedene Lösungen. So. Ich glaube, jetzt kriegen wir es. Ups. Und das Gleiche machen wir jetzt auch noch mit den einzelnen Freunden hier. Das heißt, Zange dran. So, einritzen. Überall. So, einmal rundherum und abziehen. So, und das mache ich jetzt mit den anderen genauso, dass wir am Schluss wieder die abisolierten Freunde haben und das können wir dann an der besagten Freundin, Lichtfreundin, anschließen. Jetzt haben wir also die Kürze unseres Freundes ermittelt. Jetzt klemmen wir uns die besagte Lampe ganz normal an, wie immer. Das heißt also hier L für Phase, dann in der Mitte kommt die Erde und links kommt die Rückleitung rein. Ne? Also ganz normal in die Klemmung hier rein, das ist dann innen drin so, danach festdrehen und dann haben wir das nämlich gemacht. Bevor wir das aber festklemmen, dürft ihr nicht vergessen, wenn eure Lampe noch keine Bohrung habt, dort auch wieder eine Bohrung zu setzen, genauso wie vorhin, und dort unsere Freunde durchzuleiten. Ne? Das dürft ihr nicht vergessen, ansonsten würde das mit der Kabelführung nämlich nicht so funktionieren. Und wenn die Bohrung wie hier etwas zu dünn ist, einfach etwas erweitern. Siebener Freund oder kleiner oder größer, wenn ihr einen anderen natürlich genommen habt, anderen Durchmesser, Finger weg, Kabel weg und dann hier rein mit einem Metallbohrer. Nicht verkanten. Nicht so doll aufdrücken. Alter! So. Wir sind schon mal durch. Auf geht's. So, nun haben wir das Loch groß genug. Jetzt kommen wir mit unserem ganzen Kabelhaufen. Ups, der mir gerade abgehauen ist. Denkt immer noch daran, Sicherung muss aus sein. Ansonsten werdet ihr euch jetzt spätestens eine Brutzlung einfangen. Durchziehen durch die Lampe, die wir ja vorher mit einem 7er Bohrer bearbeitet haben. Und jetzt sammelt ihr hier erstmal die ganze
ganzen Driss ein. Am besten natürlich, wenn ihr so richtig cool drauf seid, dann solltet ihr jetzt erst abisolieren. Aber das ist wirklich nur ratsam, wenn ihr eine Abisolierzange habt, wo das innerhalb von 1-2 Sekunden erledigt ist. Ansonsten müsst ihr nämlich jetzt hier in einer beschissenen Position die ganze Zeit über dem Boden auf irgendeinem Stuhl hängend oder Leiter hängend das fabrizieren. Mit dicken, fetten Fuß, der voll mit Bremsenstich ist. So, also L zu Phase, zack. L ist Phase, kommt da rein, schön reinstopfen, festdrehen. Das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Nullleiter. Sprich, in die Mitte kommt jetzt die Erde, links kommt unsere Rückleitung. Immer zwirbeln vorher. Könnt auch hingehen und das verlöten. Das geht auch, dann geht es nämlich leichter rein. Und dann auch immer die Klemme vorher noch ein bisschen weiten, ein bisschen öffnen. Und dann haben wir das hier auch ganz gut und gechillt. Bestimmt gleich mal angeschlossen. Das ist immer ein bisschen Fummelei, wie ihr seht. Vor allen Dingen, wenn man so nicht ganz gut stehen kann wie hier. Okay, so. Jetzt hinein damit. So, und wenn ihr das dann alles drin habt, ne, das mache ich jetzt in Ruhe, können wir zum nächsten Schritt übergehen. So, jetzt habe ich die schöne Lampe angebracht, wie ihr seht. Die Affenschaukel hängt hier vor mir. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können einmal dieses Ding natürlich auch festschrauben. Dann würde man so vorgehen, dass man das hier festschraubt und das Kabel einfach hier klemmt. Ne? So, ne? Dann hätte man hier so zwei Schaukeln. Diese Lösung ist möglich oder wir lassen sie weg. Ne? Das Ding also weg. Das wäre so eine Doppelschaukel. Und schieben einfach, in unserem Fall ist das möglich, hier ein bisschen rein, bis nur ein bisschen schaukelbar ist. Ihr könnt also variieren, was euch optisch besser gefällt. Ihr könnt auch natürlich das volle Pulle reinhauen und dann macht ihr hier mehrere Rampen rein. Dusch, 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 dusch. Aber das sieht irgendwie nicht so schön aus. Und so kann man also, wenn die Stromversorgung hier ankommt und weil hier die besagte Lampe ist, das einfach mit, was war das, drei Vagos, eine Dose und ein paar Meter Kabel selber sehr gut verlegen. Nur achtet immer darauf, wenn ihr an den Kabeln arbeitet, macht den Strom aus, macht mindestens den Schalter aus und fasst es erst da nicht an. Jetzt gucken wir mal, ob das alles hier funktioniert hat, was wir fabriziert haben. Ich mache mal Licht an. Also, ja, ich muss erst mal einen FI-Schalter anmachen. Ne? Deshalb, Moment, ich gehe mal FI rein. So, jetzt funktioniert es. Wie ihr seht, wir haben da hinten Licht, wir haben hier Licht. Durch unsere Affenschaukel ist das hier angekommen. Wir haben hier drei Vagus gesetzt, haben eine Affenschaukel generiert und damit unsere Lampe hier drüber angeschlossen. Jetzt, natürlich, wer hier wirklich Affen dran schaukeln lassen möchte, sollte hier noch eine Zugentlastung einbauen, die dann im Falle eines Zuges jetzt das die Kabel nicht aus der Klemme selber zieht, sondern so. Aber bei uns wird hier kein Affe da rumschaukeln, deshalb kann das auch so bleiben. Dann gilt es natürlich, wie schon gesagt, wir können dieses Ding hier noch anbringen, dann das Kabel da reinsetzen, festschrauben, einfach nur festschrauben, dann hat man zwei kleine Schaukeln. Ihr könnt aber auch hier noch ein bisschen Kabel nachschieben oder es wieder ein bisschen rausziehen, dass ihr hier optisch gesehen eine vernünftige Dehnung des Kabels habt und wie es euch halt gefällt. So macht man also eine Affenschaukel. Ne? Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.